Der beliebte Hero-Shooter Paladins betritt die Nintendo Switch-Bühne. Als die Hi-Rez Studios mir zu Testzwecken einen Download-Code zugeschickt haben, stellten sich für mich direkt drei Fragen. Erstens, was bietet die Nintendo Switch-Version? Zweitens, wie ist die Performance auch im Vergleich zu den Versionen auf Xbox One und PS4? Und drittens, warum zahlen Switch-Besitzer eigentlich 30 Euro für einen Free-to-Play-Titel? Also, ich werde euch in diesem Video diese drei Fragen beantworten. Legen wir los! Vorweg eine kleine Erklärung für all die, die vielleicht mit Paladins noch nichts anfangen können. Das Ganze ist, wie schon gesagt, ein Hero-Shooter. Das bedeutet, ihr bestreitet Online-Matches mit 5 Spielern gegen 5 andere Spieler. Dazu stehen euch 36 verschiedene Charaktere, sogenannte Champions, zur Verfügung, alle mit verschiedenen Klassen, Fähigkeiten, Werten und so weiter. Es gibt 3 Spielmodi, in denen ihr euch in Paladins austoben könnt. Neue Spielmodi, Events kommen immer mal wieder dazu. Die erste Frage, was bietet die Switch-Version? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn aktuell kann man Paladins nur in einem sogenannten Gründer-Pack erwerben. Dieses Gründer-Pack besteht aus dem Hauptspiel und allen 36 Helden. Dazu gibt es noch ein paar exklusive Boni, wie beispielsweise ein Pferd. Dazu sei gesagt, dass Paladins auf der Nintendo Switch tatsächlich vom Umfang her 1:1 den anderen Versionen entspricht, also auch 1:1 gleich zu Steam, zu Xbox One und zu PS4 ist. Das bedeutet für euch, es gibt in Paladins momentan 3 Spielmodi. Der erste Spielmodus ist Team Deathmatch. Da geht es darum, als Team die ersten 40 Kills für sich zu beanspruchen, dann habt ihr das Match gewonnen. Der zweite Spielmodus heißt Eroberung. Hier geht es darum, eine Zone zu erobern. In dieser Zone steht ein Karren. Diesen Karren müsst ihr dann anschließend ins gegnerische Lager verfrachten, natürlich unterwegs auch beschützen. Ist dieser Karren im gegnerischen Lager, bekommt ihr einen Punkt. Dann wird der Karren wieder zurückgespannt. Ihr müsst dann wiederum hingehen, nochmal dasselbe wiederholen und das Team, das zuerst 4 Punkte erreicht, gewinnt das Match. Und der dritte Spielmodus ist Offensive. Das Ganze ist so eine Art Capture the Flag. Ihr müsst also eine Zone einnehmen und 400 Sekunden lang halten. Ihr haltet diese Zone, indem ihr euch in einem bestimmten Bereich aufhaltet. Sollte euch das gegnerische Team stören und auch in diese Zone eindringen, dann bleibt der Counter stehen, bis sich das alles geklärt hat und ihr das gegnerische Team aus der Zone vertrieben habt. Erst dann setzt sich der Zähler fort und wie gesagt, wenn ihr 400 Sekunden erreicht habt, ist das Match für euch gewonnen. All diese Modi machen einen riesen Spaß, aber dazu komme ich gleich noch. Im Prinzip könnt ihr, wie schon gesagt, aus 36 komplett unterschiedlichen Charakteren wählen. Diese Charaktere unterscheiden sich nicht nur optisch und die sind wirklich sehr, sehr ansprechend gemacht und sehr, sehr fantasievoll gestaltet. Nein, sie unterscheiden sich auch in 4 verschiedene Klassen. Da haben wir einmal den Schadentyp, das ist der normale Soldat, kann man sagen. Wir haben einmal den Typ Flanke, das ist der kleine Flinke, der euch meist unterstützt und von der Flanke auf die Gegner einfällt, kann man so schön sagen. Wir haben den Typ Support, das ist euer Healer oder euer Heiler, der euch entweder im Gefecht heilt oder mit verschiedenen Support-Aktionen unterstützt. Und wir haben den Typ Tank, das ist natürlich der Schwere, der auch große Geschütze mit sich trägt und der auch wirklich viel Schaden einstecken kann, den ihr sozusagen als Mauer vor euch hinschickt. Alles also bekanntes Terrain und auch aus anderen Hero-Shootern wie beispielsweise dem Konkurrenten Overwatch ja bekannt. Das Schöne ist halt, Overwatch gibt es momentan auf der Switch nicht, also steht Paladins aktuell ohne Konkurrenz da und funktioniert wirklich gut. Übrigens unterstützt die Switch-Version Crossplay mit Xbox One-Spielern. Also Switch-Spieler können mit Xbox One-Besitzern gleichzeitig loslegen, was auch zur Folge hat, dass das Matchmaking auf der Switch-Version ein Traum ist. In Sekundenschnelle bekommt ihr hier Matches zustande, die auch wirklich schön und rund laufen. Vor dem Spiel gilt es, sich für eine Klasse und den dazugehörigen Champion zu entscheiden. Ihr habt, wie gesagt, 36 Champions zur Auswahl. Dabei müsst ihr dann später vor dem Match immer noch ein Talent aussuchen. Das ist immer eines von 4 euch zur Verfügung stehenden. Dieses Talent gibt euch noch einen kleinen Perk mit auf den Weg, also quasi einen kleinen Vorteil im
Kampfgefecht. Dann müsst ihr als letztes noch ein Kartendeck auswählen. Es gibt verschiedene Kartendecks, die ihr euch mit und mit im Spiel freischaltet. Ein Kartendeck besteht aus 5 verschiedenen Karten und das sind auch wiederum 5 Perks, die ihr für euren Charakter parat habt, um beispielsweise schnell regenerierende Energie freizuschalten oder dass eure Schüsse mehr Schaden entfachen und so weiter und so fort. Also kleine Vorteile, die ihr euch im Kampf sichern könnt. Im Spiel selbst dagegen besitzt jeder Charakter 5 unterschiedliche Eigenschaften. Da haben wir das normale Schießen, wir haben das Heilen bei den Supportern, wir haben Magieattacken, wir haben beispielsweise auch so einen Dash-Move bei den Tanks, dass dann beispielsweise ihr auf Knopfdruck feindliche Gegner umrammen könnt, damit eure Teammitglieder dann auf diese das Feuer eröffnen können. Im Spiel selbst verdient ihr auch Credits. Credits dienen dazu, dass ihr euch im Spiel selbst Fähigkeiten kaufen könnt. Das heißt, ihr müsst im Spiel in ein gesondertes Menü gehen, alles in Echtzeit, während das normale Gefecht um euch herum weiterläuft. Und für diese Credits könnt ihr euch dann im Spiel selbst noch verschiedene Fähigkeiten kaufen, die das gesamte Spiel und euren Charakter nochmal vorantreiben und sogar das ganze Match nochmal drehen können. Das könnte sehr, sehr hektisch werden, je nachdem, wo ihr steht und ob ihr Gegner um euch herum habt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, diesen Kauf automatisch vom Spiel tätigen zu lassen und so habt ihr dann mehr Zeit für die Gegner auf dem Schlachtfeld. Und ich kann euch sagen, ihr werdet sehr, sehr viel Zeit auf dem Schlachtfeld verbringen. Das macht sogar deutlich mehr Spaß, als ich mir im Vorfeld gedacht hätte. Mein letztes kompetitives Online-Multiplayer-Spiel war seinerzeit, ich glaube, Quake 3 oder Unreal Championship. Seitdem habe ich die Spiele nicht mehr angerührt und bin jetzt wieder mit Paladins eingestiegen und ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich, wirklich zufrieden mit dem Spiel. Es macht eine Menge Spaß und der Wiederspielwert ist wirklich auch dank einem Level-System gegeben. Eure Charaktere steigen im Level, je öfter ihr sie benutzt und schalten dann auch so neue Fähigkeiten, neue kosmetische Items und so weiter frei. Und auch ihr selber steigt ein Level und sobald ihr das 15. Level erreicht, gibt es auch noch Ranglisten-Matches, die euch dann zur Verfügung stehen. Ich möchte aber auch noch kurz über die Lootboxen in dem Spiel sprechen und den sogenannten Gamers Pass. Vieles in Paladins wird erspielt. Vieles könnt ihr euch mit Credits kaufen und das funktioniert alles ganz gut, aber es gibt auch noch die Paladin-Kristalle. Diese Kristalle ermöglichen es euch, Lootboxen zu kaufen, die euren Charakter immer noch ein bisschen weiter mit kosmetischen Dingen ausrüsten. Ihr könnt diese Paladin-Kristalle gegen echtes Geld kaufen, beziehungsweise müsst sie sogar gegen echtes Geld kaufen, um so beispielsweise an kosmetische Dinge schneller voranzukommen, als wenn ihr sie im Spiel erspielen würdet. Ist nichts Wichtiges, nichts Spielentscheidendes, ich wollte es aber an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Leider besitzt die Nintendo Switch-Version ein Riesenproblem, und zwar den fehlenden Voice-Chat. Das ist wirklich schade, denn für die Modi Eroberung, Offensive oder eben den Ranglistenmodus ab Level 15 ist das Ganze ein richtiges K.O.-Kriterium, denn Paladins ist wie auch Overwatch ein Hero- und Squad-Shooter, das heißt, ihr müsst euch mit eurem Team absprechen. Was im Deathmatch und im Team-Deathmatch noch relativ gut funktioniert, weil ihr da auch als Einzelgänger mit einem random zusammengewürfelten Team Spaß haben könnt, entpuppt sich bei den Modi Eroberung und Offensive halt wirklich als K.O.-Kriterium. Denn ihr müsst euch bei diesen beiden Modi wirklich untereinander absprechen, um eine Chance gegen die Gegner zu haben. Und sollte das nicht funktionieren, weil ihr entweder kein Team habt oder weil ihr euch mit den anderen Spielern einfach nicht absprechen könnt, dann ist das schon sehr, sehr doof, weil einfach Voice Chat bei den Nintendo Switch Versionen fehlt. Das ist sehr, sehr schade. Fortnite zeigt ja eigentlich, dass es funktionieren kann und ich hoffe, dass die Hi-Rez Studios das nachpatchen. Ansonsten müsst ihr aktuell und bis zu einem etwaigen Patch auf eine Drittanbieterlösung ausweichen. Das wäre beispielsweise TeamSpeak oder die wohl bessere Variante halt Discord. Ja, und sonst ist Paladins gameplay-technisch und umfangmäßig das volle Paket und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und mich auch wirklich positiv überrascht, was die Nintendo Switch-Version angeht. Kommen wir zur zweiten Frage, wie ist die Performance? Ja, und ich kann euch sagen, Paladins läuft auf der Nintendo Switch mit 60 Frames per Second. Und das wird leider ein bisschen erkauft, denn im Docked-Modus, also wenn die Switch im Dock steht, läuft Paladins mit 720p und er hat ein bisschen Unschärfe, wenn man es jetzt direkt mit der Xbox One oder PS4 Version vergleichen würde. Das heißt also, Texturen sind von der Qualität ein bisschen heruntergeschraubt und die Auflösung ist halt nicht Full HD und das merkt man. Im Handheld
Standardmodus läuft das Ganze auch noch mit 60 Frames per Second und 720p, was wirklich super schön aussieht und sich sehr, sehr geil und flüssig spielt. Aber hier ist im Vergleich zum Dock-Modus noch etwas an der unscharfen Optik gedreht worden und so sieht es ein Ticken schlechter aus als auf dem großen Fernseher. Den Fokus haben die Entwickler halt wirklich auf diese stabilen 60 Frames per Second gemacht und ich persönlich finde, dass das eine wirklich gute Entscheidung ist. Denn Paladins läuft auf der Nintendo Switch jederzeit flüssig und im Gefecht fällt diese etwas unscharfe Darstellung eigentlich auch gar nicht auf. Das ist zumindest meine Meinung, denn ich finde alles richtig gemacht, liebe Hi-Res Studios, so muss das sein. Und schon sind wir bei der letzten Frage. Warum zahlen Switch-Besitzer eigentlich 30 Euro? Auf der Xbox One und PS4 ist das Ganze ja eigentlich ein Free-to-Play-Titel. Ja, auf der Xbox One und PS4 kriegt man aber auch nur ein paar Helden und diese wechseln sich, also die Entwickler wechseln dann quasi die Helden immer wieder aus. Und auf der Nintendo Switch kriegt ihr mit dem Gründerpack halt alle 36 Charaktere, die bereits erwähnten Boni und ganz wichtig, alle in der Zukunft eingeführten neuen Charaktere der Entwickler werden euch sofort zur Verfügung gestellt, halt weil ihr diesen Gründerpack gekauft habt. Später irgendwann in diesem Jahr wird es auch auf der Switch eine Free-to-Play-Variante geben. Bis dahin ist es aber halt mit den 30 Euro bepreist und jeder sollte für sich entscheiden, ob es ihm das wert ist. Meine, und ich betone hier meine persönliche Meinung, ich finde die 30 Euro relativ fair, da hier ja wie schon bereits gesagt alle derzeitigen und künftigen Charaktere inbegriffen sind. Und das ist, wenn ihr es mal hochrechnet, noch nicht mal 1 Euro pro Charakter und die sind wirklich alle super ausgearbeitet, steuern sich alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Eigenschaften und für jeden ist hier was dabei. Und ihr könnt auch in verschiedenen Trainingsmodi, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, wirklich mit jedem der Champions ja, eure Zeit verbringen, könnt seine Fähigkeiten euch genau einstudieren und ihr könnt halt für euch herausfinden, welcher der Charaktere, welcher der Champions am besten zu euch passt. Und das sind, wie gesagt, eine ganze Menge und deshalb kostet halt die Switch-Version 30 Euro im Vergleich zu dieser Free-to-Play-Variante, die auch vom Umfang deutlich beschnitten ist. Ja, mein Fazit. Es ist eine klasse Portierung geworden. Es ist ein klasse Spiel mit wirklich hohem Suchtpotenzial und hohem Wiederspielwert. Das einzige Manko ist halt, ja, ihr müsst beim Thema Voice Chat leider auf eine Drittanbieterlösung ausweichen. Hier wäre dann tatsächlich Discord die einzig vernünftige Alternative in meinen Augen. Switch-Besitzer greifen definitiv zu, wenn sie so ein Spiel haben wollen. Ob es jetzt sofort sein soll mit dem Gründerpack oder ob ihr später im Jahr dann als Free-to-Play-Spieler einsteigt, sei mal hier dahingestellt, das ist eure persönliche Entscheidung. Was das reine Spiel und die Qualität des Spiels und die Umsetzung des Spiels angeht, ist von mir aus eine ganz klare Empfehlung auszusprechen. Paladins macht auf der Switch eine Menge Spaß. Seid ihr Multikonsoliere, bekommt ihr aber auf der PS4 oder auf der Xbox One einfach ein deutlich hübscheres Spiel und dann solltet ihr auch bei diesem Spiel bleiben. Das war meine Meinung zu Paladins. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich für den Download-Code und ich hoffe, dass ich euch das Spiel ein bisschen näher bringen konnte. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst auf dem Schlachtfeld. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, dass wir mal als Squad unterwegs sein können. Mit der Discord-Möglichkeit ist das ja alles auch wirklich machbar. Ich finde Paladins super, werde es auch immer wieder zocken. Für eine Runde im Team Deathmatch bin ich auf jeden Fall zu haben. Jetzt seid ihr dran, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Paladins findet, egal ob auf der Xbox One, PS4, auf Steam oder eben halt neu auf der Nintendo Switch. Wir schreiben und diskutieren dann über das Spiel. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Adios, euer Andi.